Habe die Ehre, liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Ungepatcht auf der PlayStation 3. Ja, schick sehen wir aus. Findet ihr nicht auch? Gefällt mir. Wo haben wir denn stehen geblieben? Schrein vor Amana haben wir erledigt, genau. Das heißt als nächstes die Gruft, gell? Beziehungsweise, Moment, jetzt schaue ich nochmal zu Chloen. Vielleicht hat die mittlerweile Brocken zu verkaufen. Na, hat sie nicht. Dann nicht. Das mit meinem Blitzclaimer, das gefällt mir noch überhaupt nicht. So, genau, Geruf der Untoten. Oh, das kann jetzt auch ein bisschen eine Tortur werden, wenn wir da durch sind. Naja, da bin ich schon auf die Unterschiede eingegangen. Ja. Release-Version, Skull of the First Sin-Version, Leuchtfeuer ist anders, Aldia kommt nicht. Ne. Da das Leuchtfeuer hier in dieser Nische und nicht vor der Treppe hier. So, dann. Ah, Sion-Ritter sind auch da. Die hier diese Torbögen bewachen. Ja, da ist auch dieser fette Typ nicht. Also hier ist alles ein bisschen anders. Schaut's mit den Pfeilen aus. Boah, geht schon. Machen wir mal da. Gemütlich mag ich. Ich mag gemütlich. Wo ist denn da? Herthus. Ja, ja, du mich auch. Ja, der Schaden ist Gott sei Dank von ihr jetzt nicht gerade der allerbeste, das gefällt mir. Man, das ist nicht das Problem, aber die Tante, die kann auch so einen komischen Giftzauber machen, wenn man vorbeiläuft. Ja, bleib chillig da, Mädel, geh ja. Oder so. Nein, ich bleib jetzt erstmal bei meinem Degen. Lock on. Ah, da ist noch ein zweiter. Ha, ich hab gar nicht. Da, ja, der. Gerade sag ich es noch, die macht einen Giftzauber. Ah, drei sind's. Meine Damen, ruhig bleiben. Jetzt haben wir es jetzt? Jawohl. Häftlingsländentuch, ich glaube, da kann man auch mehr Items finden, genau wie bei der Maske. Warte mal, ich muss mal überprüfen. Da habe ich sogar zwei. Ja, okay, die Abwehrwerte, die sind quasi nicht vorhanden. Nein, beim Lendentuch ist das nicht. Es ist nur bei der Häftlingsmaske, oder wie das heißt. Aber die habe ich nicht, gell? Nö. Ist wurscht. Ich muss jetzt eh nichts farmen, von daher ist das für mich jetzt uninteressant. So. Grüß euch, armen Teufel. So, die haben da auch geile Waffen da, der Speer da. Und die zwei da, die mit diesen Sicheln, ich weiß jetzt nicht, wie die Waffe heißt, aber die macht auch übelst Bock. Vor allem auch im Dual Weed. Ist zwar nicht ganz einfach zu erfarmen, aber das Ding fetzt. So, Aktine oder wie man den nennt, ist mir wurscht. Ja, der ist wichtig für die Platin, ne, wegen der Geste. Ja. Was hast denn du überhaupt? Schild des Überheblichen, ne, das hat er komplett vergessen, das Ding. Was haben wir da noch? Anmaßungshelm, Anmaßung. Nein. Gegenangriff bei Elite, nein.
Ah ja, für Magier kann man anders. Elisabeth-Pilze. Hab ich einen. Nehmen wir mal ein paar mit. Drei Stück, weil ich habe nur einen, gell? Mach schon. So, kann man über Dark Souls 2, ne, kann man sagen, was man will, Freunde. Aber das Spiel ist mega gnädig, was Heilung betrifft, gell? Wer ist denn da jetzt runtergefallen? Der Sian, Heini. Ja, passt. Runter mit dir. So ein Koffer. Ja, mit Licht wäre es leichter, gell? Aber dann kommen die ganzen NPC-Phantom-Invader. Habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Das müsste das Teil für Lizio sein, ne? Zum Invasieren. Genau, der geborstene Augapfel. Und ein Feuerzahmen, ja, ist auch nicht schlecht. Ah, genau einer. Das ist nicht. Na. Beim Backstep mit runtergefallen. Geht ja schon wieder gut los, noch nicht einmal 7 Minuten. Na, ja gut, es ist erst 2:30 Uhr in der Nacht, gell? Aber ich bin fit. Bin gestern verdammt früh eingepennt. Und ja, mei, bin ich halt wach, gell? Saufen wir gerade den zweiten Kaffee. Prost auf euch, jawohl, Freunde. Oh mei, ist das herrlich. Ja. Gibt's eine Fackel? Freilich gibt's eine Fackel. So, die drei können mich jetzt kreuzweise. Ich hoffe, es geht so, wie ich mir das vorstelle, gell? Moin Mädels. Ja, schon her. Geht doch, brauchst du nur einen Ignoriermodus einschalten. Ja, passt schon. Ich schalte eh kein Licht ein, lass mich in Ruhe. Da war der Streikholm wieder besser. Aber habe ich jetzt nicht ausgerüstet. Kann man nehmen, kann man nehmen. Ach, das ist schön, ist das so. So, jetzt kommt der nicht so angenehme Abschnitt. Die ganzen Geister, gell? Geh mal durch, du in den Arsch. Seht nix, seht nix. So. Naja, das ist aber jetzt auch mit meinem Degen nicht das die allerschlauste Idee. Naja, das hilft ja nichts mehr. So, un moment, s'il vous plaît. Lizia, wo bist denn du schon wieder? Geh her. Ah, da. Servus. Ah, der Degen ist einfach OP. Kann er sagen, was er mag. Der ist geil.
1, 2, 3, 4, weil weiter kann ich auf Französisch nicht, so. So, da kann man doch aber irgendwo noch eine Wand wegschieben, gell? Ah, genau da. Und da ist die Evelyn-Armbrust drin, oder wie das Ding heißt. Was möchtest du überhaupt schon wieder da? Oder? Ruiz. Ich hab gesagt, der Ruiz, so. Ja, genau, die Avelin-Armbrust. Das ist das Maschinengewehrteil. Ganz heißes Ding. So, warum bin ich jetzt da nicht hoch? Okay, warte mal, machen wir anders. Ey! Erst auf. Oh, die Blauflamme, die ohne Mitternachtsfösen herrscht. Passt. Ey, Blauflamme ist voll gut, Freunde. Das ist eine sehr, sehr gute Waffe. Aber ich bin da noch nicht fertig, da. Das gefällt mir noch nicht. Weil man das iPad sieht. Oh, da haben wir einen Titanitbrocken. Ist das schön. Ich möchte hier bitte alles. Alles erkunden. Warte mal, jetzt machen wir erst einmal da oben die Tante weg, weil die nervt mich. Ja, komm mit deinem Gift. Wurscht, ich habe noch Drachenamulett. Habe ich noch, oder? Ja, alle. Da. So, lala. Oh, na, die getrockneten Finger. Aha, die gibt's da. Interessant, das habe ich auch nicht mehr gewusst. Die getrockneten Finger gibt's in Skull of the First Sin nur bei Grand im Winzling zu kaufen. Das ist dieser Eid-Typ nach dem Henkerswagen. Okay? Also, wenn ihr absolut geil drauf seid, ständig invasiert zu werden, dann könnt ihr das Ding benutzen. Aber, nee. Ah, das geht mit dem Glamour aber da gerade hervorragend. Schau, hey, nahm ich die Blauflamme, wie gut ist denn das heute, ha? Trickkopf, Schlangenpastillen, ne, von mir. So, da ist das Bonfire. Den brauchen wir normalerweise nicht, aber ist wurscht. Da hängt, gell? Ich glaube, den Abschnitt hätten wir, genau, da, genau, da, ab, da. Ja, die kommen immer wieder aus dem Boden raus, die kannst du so oft killen, wie du willst, das geht halt nicht anders, gell? Ja, passt, so. Da hätten wir es, gefällt mir. Was ist denn da schon wieder? Also du. Ah. Wo's? Ah, da! Was ist denn los mit Enk? Aua! Oh!
Moment, ruhig bleiben, so. Seid ihr jetzt fett für den Gang oder geht's? Nein, es geht, passt. Ah, der ist nicht fett, passt schon. Aber cool haben die schon mit den zwei fetten Schilder, gell? Ich find's geil. Oh! Autoritätsgamaschen. Drops sind bis jetzt nicht schlecht. So, das ist jetzt der schwierigste Abschnitt da unten. Und ich habe natürlich die Glocke erwischt. Freilich habe ich die Glocke erwischt. Oh oh. Falsch abgebogen. Es wird heiß unterm Hintern. Aber ich muss sagen, mit dem Claymore, das geht halt dort sehr gut. Ich bin vom Schaden her also wirklich jetzt überzeugt. Weißes Leveling gewonnen, nicht? Geh ab. Waren das eh schon wieder alle? Aber, schon noch mehr. Jetzt passt mal auf, irgendwo ist da noch eine scheinbare Wand. Ja, da ist. Oh, da ist noch einer. Habe ich da noch irgendwo eine Statue übersehen? Hä? Warum ist denn das kaputt? Na gut. So, Pharos Wahrheitsverkünder. Streikholben, das ist noch irgendwas. Ja, alle. Ah, da drin ist in der Skull of the First Sin Version nochmal so ein Grabstein, gell? Sind wir da auf eins? Ich glaube, da ist nochmal der große Blitzspeer. Absolut fantastisch, Freunde. Großer Blitzspeer haben wir jetzt zweimal. 16 Aufladungen. Da schau her. Wo ist denn da noch? Ah, da! Aha, doch, dann habe ich das verwechselt. Fallstein, den braucht er. Den bräuchte man für eine Magiewaffe. Ja, kratz mir doch am Rücken, geh her. So, das Gebümmel nervt mich jetzt aber langsam, jetzt gehen wir. Ich glaube, es ging besser, als ich dachte. Also, ich habe das irgendwie in Skull of the First Sin schwerer in Erinnerung. Passt. So, Shortcut öffnen. Magiestein, nein. Brauchen wir nicht. So, nicht das Glöckchen, bitte. So, in Skull of the First Sin muss man drei von diesen Zombies killen.
Aber hier scheint es nur einer zu sein, oder kommt da noch mal einer aus dem Boden raus? Na, bis jetzt nicht. Skull of the First Sin auf der PS4, ne, zumindest, da kommt da noch einer, wo ich jetzt stehe, und dann kommt hier nochmal ein dritter aus dem Boden raus. Na, das ist hier nicht der Fall, das gefällt. So, machen wir mal maximale Lebensenergie, bitte. Giftige Wurfmesser hätte ich auch noch. Welstart ist giftanfällig, das wäre auch noch eine Option, gell? Aber na. Machen wir mal da die ganzen Patienten. Alter! Ja, mach dein scheiß Deppert-Schild! Freilich, Backstep daneben, weil es eh wurscht ist. Was geht denn mit Enkop? Oh, es ist. Jetzt krieg ich von da einen Zorn. Ja, Pieks, ist mir. Also, so. Wie zum Geier hat mich der jetzt hinten können, ha, Freunde? Der war ja schon unten. Naja, Daxas ist ja für seine Hitboxen bekannt, gell? So, da, man sieht es auch, hier ist alles ein bisschen anders wie in Skull of the First Sin. Hier sind insgesamt 7 von diesen Sian-Rittern, aber dafür kein Drachenreiter. Obwohl man der Drachenreiter lieber wäre, weil der wäre nur einer, der wäre gleich weg. Super, Andi. Warum? Ha! Du gesehen, ha? Pow! Nimm das runter. Warum kommt der. So, noch 2. Kannst bitte lockern gehen? So ist, dann kratz mich doch, dann machen wir es mit dem Bogen. So. Ernsthaft? Ja, was ist jetzt? Na geht doch. Ey, das ist nicht dein Ernst, oder? Du bleibst jetzt da wirklich da stehen. Oh. Servus. Schön. Ah, okay, da sind keine Kisten wie in Skull of the First Sin. Interessant. Da, nix. Skull of the First Sin sind da, glaube ich, 3, 4 Kisten oder, vielleicht, oder 5 sogar. Also es sind nicht wenige und da gibt es auch einen Duftzweig. So, der Age, Düne, Dini, Bute, weiß ich nicht, ob ich den mitnehme.
Schau es mit Waffenbuffs aus. Also er ist relativ blitzanfällig. Es ist schon mal gar nicht so schlecht. Nein, ich muss ja nur. Waffenhaltbarkeit checken. 42, 12. Okay, nein, passt schon. Es reicht. So. Einsatz. Der Wellstadt. Elbe! Ich glaub's dir, spinnst du ein wenig. Oh, das war mir. Du bist denn du? Feinbohler, geh her. Ey, Andi, was ist denn mit dir heute los? Du bist halt gar nicht so gut. Den beherrsche ich nochmal blinde. Aber es ist schon normal, gell? Hey, Koffer. Oida. Aber geiler Boss, mir gefällt der. Schön, schön. Also Wellstadt ist einer der besseren Bosse. Ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig. Ne? Zwar nur in Anführungsstrichen wieder so ein Ritterverschnitt, ne? Wie so viele von denen, aber trotzdem. Ha, der Wendrick, der Vollkoffer, da gibt mir deinen Ring. Naja, der hat auch seine besten Zeiten hinter sich, gell? So, raus hier, Freunde. Oh, schön, ging sogar schneller als ich meinte. Passt. Königsring erledigt. Dann würde ich persönlich jetzt mal vorschlagen, wir gehen zuerst zu Thronwächter und Thronverteidiger. Dann haben wir nämlich später nicht die plus Narchandra auf einmal. Weil der Aldia fällt natürlich aus, weil, wie gesagt, ungepatcht. Ne? Machula, wir haben einen Titanitbrocken bekommen, das ist gut, aber leider nicht ausreichend. Aber ich schaue jetzt mal trotzdem nach, wie es mit dem Waffen-Upgraden ausschaut, nicht wahr? Oh, Cestus ist auch gut, sehe ich gerade. Ich habe einmal ganz am meine Anfangszeit, 2016. Da war ich noch viel auf Twitch unterwegs, da habe ich meinen Cestus Only Run gemacht, einen Dual Weed Cestus. Das macht Bock. So, Waffen verstärken. Was haben wir denn? Also Claymore. Ja. Ah, ich mache einfach mal Claymore jetzt einmal eine Stufe weiter auf 7. So, jetzt muss ich mal kurz einmal zusammenzählen. Ich brauche 3 Brocken. Ich brauche 6 Brocken. Bogen ist nicht so wichtig.
Da brauche ich 6, 1 und 2, 3, 3, 6, 12 insgesamt, okay, das ist nicht wenig. Schauen wir mal, was Chloen hat. Weil normalerweise müsst ihr jetzt welche haben, nachdem Welst hat besichtigt ist. Ja, schaut's her, da, ho, ho. Ich kaufe mir alle Zähne. Titanitschollen habe ich noch zwei, das ist auch gut. Ja, schau her, geht doch. Aber ich dachte eigentlich, dass die nach Welstal unendlich hätte. Oder ist das nur in School of the First Sin? Na, irgendwas bringe ich da gerade durcheinander. Aber ist wurscht. Auf jeden Fall hat es jetzt was. So, machen wir mal Claymore auf Zähne. Das ist awesome. Und den Streitkolben, wo ist denn der? Oh, Roteisen-Zwillingsklinge. Okay, aber die passen in Stats nicht, also fällt sowieso aus. Wo ist denn der? Da, Streikholben. Zähne. Blitzbogen. Immerhin plus 8. Brauche ich noch zwei Brocken und eine Scholle. Habe ich weder das eine noch das andere. Ja, aber das macht nichts. Das passt schon so. Hauptsache, meine Waffen sind einmal die Hauptwaffen auf Zähne, ne? Ja, passt schon, ja, da hat sich ja einiges angesammelt. Noch mit 20.000, das ist ja her. Die haben auch noch Sangesdämonin. 12.000, Welstag gibt natürlich mehr. 25, hä? 15, das ist ja her, da. Und ist wieder 100.000, was möchtest du denn mehr? Fetzt der schon wieder. So. Also, Wille 50, da mache ich nichts mehr, das reicht. Ich könnte jetzt einmal auf Int gehen. Geh jetzt einmal auf 8 Int. Falls ich es mir einbilden sollte. Wegen der Hexereien, gell? Aber ist es dann nicht. Na. Doch. Kann jetzt sein, dass ich mir jetzt da verskill. Aber wir haben ja noch ein Soul Vessel, wenn es ist. Also von daher, das ist jetzt nicht so tragisch. Aber falls ich es mir einbilde, da ich noch mal auf Hexerei ein bisschen was mache, nehmen wir mal 8 Intelligenz. So, Zaubereinstimmung. Wir machen einen Blitzspeer raus. Beziehungsweise einen Scheißdreck machen wir raus. Wir schauen uns mal wegen die Ringe. Okay, das ist. Okay, das ist eh gar nicht so gut. Jetzt, wenn ich den rausnehme, dann habe ich ein Problem. Da habe ich sogar ein massives Problem wegen der Ausrüstungslast. Aber. Ich möchte das trotzdem. Das heißt, ich nehme jetzt einfach, was heißt einfach? Einfach ist bei mir sowieso gar nichts. Ich nehme jetzt einmal hier die Lederstiefel. Ja, boah, die Hand nicht hey. Ich die Hand auch nicht hey. So ist es nicht hey. Ah, da nehmen wir die Lederstiefel. Ist eh wurscht. Weil dann kann ich jetzt noch, da habe ich jetzt zwei Zauberslots mehr durch den Ring. Nein, nicht reisen. Sagt's her. Ja. Dann kann ich nämlich jetzt das ausrüsten. Und entweder nehme ich hier das Sonnenlichtschwert. 36 Wille, das wäre natürlich als Waffenbuff für einen Degen oder für einen Streikholben mega, gell? Hm. Nein, aber mir reichen jetzt die vier Dinger vorerst einmal. Das passt also. Aber was ich noch machen könnte, um ein bisschen Gewicht zu sparen. Achso, der Bogen ist eh draußen. Passt eh schon wieder. Ah, das passt schon so, Freunde. Das passt schon so. Gut. So, die Vorbereitungen hätten wir erledigt.
Dann möchte ich zurück nach Schloss Dranglake zum Königstor. Genau, hier. Thronwächter und Thronverteidiger noch machen, weil dann ist das auch schon mal für später erledigt. Wenn ich es schaffe, heißt es. Ah, hier keine Statuen, die mir auf den Sack gehen, das ist ganz gut. Und in der Königsring. Also. Ring der Klingen plus 1. So. Ah, genau, was ich nicht gemacht habe, das vergesse ich aber ständig, weil ich es auch nie brauche. Wir haben ja Vengals Körper besiegt, gell? Jetzt könnten wir mit Vengal nochmal reden. Im Schattenwald, dann könnte man hier auch rufen, aber. Na. Der Ben hat mir das auch. Oder hat er beide da? Ach doch, Vengals Rübe ist da. Passt. Ey. Ich dachte, das geht nur, wenn man mit dem Kopf nochmal redet nach dem Körper. Okay, dann halt nicht. Zuerst. Mal, die Bosse haben natürlich jetzt einiges mehr Lebensenergie. Das ist klar, gell? Machen wir da mal ein bisschen anders. Warte mal, Elisabeth-Pilze rein. Waffenbuff. Ja, sehr wurscht. Ja, haut schon hin. Ja. Yes, bumm. Alter! Alter, ist das stark, den großen Blitzspeer. Schau dir das nicht an. Es geht ja schon in Richtung des Lächerliche. Und das, obwohl ich zwei NPCs dabei habe. Alter Schwede, ist das brutal stark. Boah. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Also das war krass. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt stellt euch mal vor, wie krass der Schaden ist, wenn ich alleine hier gewesen wäre im Bossraum. Abartig, abartig. 50 Wille, großer Blitzspeer und ich habe noch nicht einmal die Glocke aufgelabelt. Und ich habe noch nicht einmal die beste Glocke. Das ist Standard. Buhuhu. Ja, da freue ich mich schon auf den Finsterschleicher. Schön. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, ein paar Minuten geben wir uns noch. Das heißt, was heißt denn das? Zum Schattenwald, genau. Aha. Zerstörte Weggabelung, ja, dann gehen wir noch durch Aldias Festung. Ja.
Luca Thiel ist jetzt aber nicht am Leuchtfeuer, nein, weil sie ist ja einmal beim Boss gestorben. Und zwar gleich bei der Sünderin. Aha, sind diese Gegner gar nicht da, diese kleinen Affen. Ah, der Ogre ist auch nicht da, okay, den gibt es anscheinend nur Skull of the First Sin, alles klar. Interessant. Na, hier wieder nichts bewacht, das ist okay. Ah, okay. Skull of the First Sin ist hier noch Sienritter, dann diese komischen Affen oder was das ist und dann der große Ogre. Interessant. Hier ist ja deutlich weniger Vegetation, habe ich das Gefühl. Aber, die sind alle weiter hinten jetzt, okay. Diese komischen Affen oder was das ist, die meine ich da. Ja, sind schon offen. Die Blutung machen und einen versteinern können. Also ungefährlich sind die nicht, ne? Ah, herrlich, herrlich. So. Mhm. Köderschädel, jawohl, nehmen wir mit. So, da müsste der Mimik sein, gell? Ja, das ist das da. Abendrotstab und Finstermaske. Ah ja. Ja, genau. Ah doch, Luca Thiel ist schon da, aber wir kriegen von ihr nichts. Oh. Helga. My name. For I mean. Na, wir kriegen ihre Ausrüstung nicht, weil wir es bis zu diesem Zeitpunkt nicht geschafft haben, dass sie uns dreimal erfolgreich bei einem Boss hilft. Zweimal habe ich geschafft. So, jetzt ist sie weg, ne? Luca Thiel Quest wäre hiermit für die Platin versemmelt. Aber wie gesagt, sie ist ja bei der Sünderin gestorben. Die muss überleben. Von daher... PGH, aber das, um das geht es ja in dem Run jetzt nicht. Aber ich habe mir jetzt mal, das ist mir heute, das heißt heute Morgen, es ist erst 3.20 Uhr, heute erst eingefallen, ich hätte mal wieder übelst Bock auf das originale PS3 Demon's Souls. Ich weiß nicht warum, aber das hat irgendwie mehr Charme als das PS5 Remake. Klar, von der Grafik und der Technik mal abgesehen. Aber irgendwie ist hier dieses dreckige, matschige, düstere von der PS3. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie geiler. Vielleicht kommt da bei mir auch die Nostalgiebrille hinzu, das kann sein. Aber irgendwie war das ja geiler. Aber wurscht, ne? Vielleicht mache ich da mal einen Platin-Run. Hätte ich mal wieder Lust drauf. Original PS3 Demon's Souls, weil das ist ein bisschen umfangreicher wie das PS5 Remake. Aber muss der jede Waffe maximieren. Aber ey, ich schweife ab, darum soll es jetzt nicht gehen. Hast du wieder was zu verhökern? Ich habe wieder einen Boss gekillt. Nein. Aber wir gönnen uns schon mal hier die Titanitscholle. Wo haben wir denn am Funkeltitanit? Elfe. Das passt, weil ich brauche das dann später für die Glocke. Bearer of the Curse. So. Ein Level.
machen wir mal Anpassung 25. Obwohl. Aber nein, eine Stärke. Ja, passt schon, wenn wir das da sagen. Aber ich glaube, ich habe noch eine Seele. Ich habe sogar noch drei. Ich weiß jetzt nicht, welche Seele. Thronwächter oder Thronverteidiger? Einer von beiden. Wenn ihr einen Intelligenzbild spielt, also reiner Magier, dann könnt ihr euch für einer der beiden Seelen, ich glaube, es ist Thronverteidiger, ich müsste jetzt aber lügen, dann könnt ihr euch bei Ornifex eine Bosswaffe schmieden lassen. Das ist dann das Verteidiger-Großschwert oder so ähnlich. Oder Wächter-Großschwert, wie gesagt, eins von beiden. Das ist meiner Meinung nach für ein Int-Bild die geilste Nahkampfwaffe. Macht extremen Magieschaden, je höher ihr in Intelligenz gesillt habt, aber für den Weisheitsstab braucht ihr eh 50 Intelligenz. Wichtig dabei ist nur, ihr dürft die Waffe nicht mit dem Fallstein durchwirken. Weil komischerweise kriegt ihr dann am Schluss deutlich weniger Magiebonus, als wenn ihr die Waffe auf Standard lasst. Aber absolut mega das Ding. Entweder Verteidiger-Großschwert oder Wächter-Großschwert. Wie gesagt, haut mich blau. Ist vom Moveset her identisch mit dem Bastardschwert. Ist ein Großschwert, aber absolut mega genial. Nachteil ist halt, man kriegt es relativ spät erst, ne? Aber auf jeden Fall eine absolut fantastische Waffe. Das Verteidigerschwert oder das Wächtergroßschwert, eins von beiden. Und dann einfach auf Standard lassen, nur verstärken. Keine Fallsteindurchwirkung. 50 Intelligenz, weil man braucht eh für Weisheitsstab. Und dann ab geht die Luzi. Absolut mega. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut. Im nächsten Abschnitt machen wir dann Oldias Festung und wahrscheinlich auch Drachenhorn, Drachenschrein. In diesem Sinne, Leute, danke, dass ihr da wart. Weiterhin viel Spaß mit Dark Souls 2 und hoffentlich bis nächstes Mal. Habe die Ehre, ciao, servus, Leute.